Dr. Takt, Videokolumne Nummer 1, Oktober 2019. Giacomo Puccini, La Bohème. Erster Akt, Arie der Mimi, Mi chiamano Mimi. Das bekannteste Stück aus der Oper, eines der bekanntesten Stücke, Mimis Auftrittsarie. Sie stellt sich ihrem geliebten Rodolfo vor. Die beiden haben sich gerade erst kennengelernt. Mi chiamano Mimi, ma il mio nome Lucia. So singt sie die ersten vier Takte. Die sind relativ konventionell gebaut, wenn man sie sich eigentlich erstmal anschaut, oberflächlich. Das ganze Stück steht in D-Dur und geht nach A-Dur zu einem sogenannten Halbschluss. Vor dem A-Dur gibt es eine Zwischendominante, aufbauend auf E, das ist dann dieser Akkord. Und auch der Melodieverlauf bewegt sich immer in diesem Wechsel zwischen Tonika, D-Dur, Dominante, A, Doppeldominante, Dominante. Man kann das Ganze so harmonisieren. Nur Puccini macht das nicht. Er schreibt dieses C im Bass. Man kann das Ganze dann so analysieren, wie ich es unten geschrieben habe. Und dann hat man auf einmal eine Welt von F-Dur und C-Dur in den Unterstimmen. Ich spiele mal nur die Begleitung. So würde sich das dann auflösen, wenn es nicht zu diesem Akkord weiterginge. Und wenn man das Ganze zusammenspielt, klingt es so. Und so weiter. Was haben wir? Wir haben hier C und wir haben hier F. Und gleichzeitig haben wir da drüber A und D-Moll. Und danach wird es wieder klar. Zwei verschiedene harmonische Welten, die für Mimis Unsicherheit stehen, dafür, dass es klingt wie Puccini, denn Puccini macht sowas und kaum jemand anders, in der Zeit zumindest, und die ganz kondensiert, ganz konzentriert die Situation beschreiben, dass hier eine Frau noch nicht weiß, was sie mit diesem Mann anfängt. Bei weiteren Fragen takt@deutscheoperberlin.de